Hab ich gut geschlafen. Wie spät ist es? Oh nein, ich hab verpennt. Und ich hab keine Zeit mehr, die Haare zu machen. Woo! Ich muss mich beeilen. Oh, ich weiß, was zu tun ist. Ich hoffe, das klappt. Wow, das wird ein schneller Wechsel. Gib's zu, du bist beeindruckt. Ich hasse Putzen. Warum muss alles so staubig sein? Das dauert ewig. Es muss doch einen einfacheren Weg geben, den Boden zu putzen. Puh, meine Haare hängen im Gesicht. Uah. Der Fluch von langen Haaren. Ich kann nicht mal sehen, was ich mache. Ich brauche eine Putzfrau oder einen Saugroboter. Hey, gib die wieder her. Hör auf, meine Haare zu essen. Lass los. Okay, das reicht. Ich muss was unternehmen. Oh, eine Schere. Genau das Richtige. Ihr wolltet es nicht anders. Moment. Vielleicht sollte ich das nicht tun. Ich könnte stattdessen diese Haargummis verwenden. Scheint mir die bessere Idee. Ich trenne vorne zwei Strähnen ab und binde sie unter meinem Kinn zusammen. So. Jetzt brauche ich noch einen Haargummi. Nun nehme ich diese Haarsträhne und binde sie auch zusammen. Diesen Haargummi platziere ich etwas unterhalb. Das sieht gut aus. Das gleiche auf der anderen Seite. Ich will einen Gittereffekt erzeugen. Hm, jetzt weiß ich, wie ich mit Bart aussehen würde. Okay, fast fertig. Jetzt binde ich die Haare unten zusammen. Ich muss nur sicher gehen, dass alles fest sitzt. Ich bin echt froh um diesen Einfall, statt meine Haare abzuschneiden. Aber eines muss ich noch tun. Ich lege es einfach auf meinen Hinterkopf. Wow, das ist perfekt. Jetzt sind meine Haare nicht mehr im Weg. Schätze, es ist wieder Zeit zum Putzen. Warte mal. Hi, ich möchte zur Party. Komm rein. Hey, viel Spaß heute Abend. Darf ich auch rein? Nicht so schnell. Für die Party musst du funkeln. Und das tust du nicht. Was? Aber ich mag mein Outfit. Schätze, ich gehe heute nicht zur Party. Wow, schau her. Ich habe eine Idee. Zeit für eine kleine Ablenkung. Wenn sie Glitzer will, dann bekommt sie den auch. Oh, was ist das? Klammheimlich. Ich muss nur schnell sein. Hey, was machst du da? Verschwinde. Ganz schön frech. Aber ich habe einen neuen Ring. Was soll's? Psst. Hey, hier drüben. Wer bist du? Schau dir das an. Wow, das ist ja eine riesige Auswahl. Aber ich nehme nur die. Die kosten aber. Danke, mysteriöser Fremder. Du hast mich nie gesehen. Dann mache ich mich mal an die Arbeit. Ich mache mir die Edelsteine ins Haar. Das geht ganz einfach. Und ich bekomme mehr Glanz. Ich klicke einfach auf das Styling-Tool und die Edelsteine haften an meinem Haar. Wow! Wuhu, ich liebe diesen Song. Wow, du funkelst aber. Ich weiß, es ist fantastisch. Wow, du passt perfekt hierher. Danke, mir gefällt ihr Style. Hey Leute, verpassen wir dir eine neue Frisur, Naomi? Mir wird ganz schwindelig. Sobald deine Haare verdreht sind, bringe ich sie in einem Dutt zusammen. Okay, du kannst jetzt stehen bleiben. Puh, jetzt müssen wir es nur feststecken. Das war's. Schnell, einfach und sieht toll aus. Wie schwer kann das schon sein? Es ist nur ein Lippenstift. Schön langsam. Bei anderen sieht das immer so einfach aus. Das läuft nicht so gut. Das ist zwecklos. Die perfekten Lippen, wie immer. Wow, sie sieht echt gut aus. Ich brauche ihre Hilfe. Hi, Gabby. Du hast da etwas in deinem Gesicht. Nimm das. Danke. Lippenstift muss nicht schwer sein. Sieh her. Nimm deine Lieblingsfarbe. Male eine Linie in der Mitte deiner Lippen. Und
verteile es so auf deinen Lippen. Ist das dein Ernst? Vertrau mir. Gib's zu, du bist beeindruckt. Wow, das ist echt cool. Wünsch mir Glück. Eine Linie malen und dann mit den Lippen verteilen. Genau so. Das ist lustig. Wow, es hat funktioniert. Gut gemacht. Das sieht gut aus. Aber was noch? Ich weiß, Eyeliner. Genau das, was noch gefehlt hat. Nur ein kleiner Strich. Okay, so sollte das nicht aussehen. Okay, ich versuch's nochmal. Hä? Das ist schwerer als gedacht. So kann ich doch nicht rausgehen. Oh nein, ich habe keine Zeit mehr. Okay, konzentrier dich. Ganz ruhig. Der Liner malt nicht mehr. Komm schon. Der ist alle. Das ist so nervig. Ich muss das wieder abschminken. Hey, Ashley, bist du fertig? Wir müssen los. Ashley, alles okay? Schätze nicht. Das ist ein interessanter Look. Ich hatte einen Make-up-Unfall. Keine Panik, ich helfe dir. Du brauchst nur Klebestreifen. Wirklich? Klebe es dir einfach an die Seite deines Gesichts. Okay, verstehe. Es ist ein Versuch wert. Mit diesem Hack sieht dein Eyeliner immer perfekt aus. Platziere einen Streifen Klebeband unter deiner Nase und dann zu den Augen hoch. Kleb dann einen weiteren Streifen über dein Augenlid. Das sieht vielleicht komisch aus, aber vertrau mir. Mach dann etwas schwarzen Lidschatten auf deinen Finger und verteile ihn in deinem Augenwinkel. Das Klebeband wirkt wie eine Schablone. Dann ziehst du das Klebeband wieder ab. Dein Augen-Make-up sieht perfekt aus. Das sieht so gut aus. Gefällt mir super. Ich wusste, dass das klappt. Aber wir müssen jetzt los. Oh, okay. Ich habe so viele abstehende Haare. Zum Glück habe ich dieses Gel. Das sollte sie unten halten. Oh, ich bekomme meine Haare einfach nicht hin. Hä? Was macht Naomi da? Darf ich auch mal? Oh, klar. Wie viel von dem Zeug benutzt man denn? Noch ein bisschen mehr. Besser zu viel als zu wenig. Wow, was machst du da? Ernsthaft, ich weiß das echt zu schätzen. Sicher. Ich trage es einfach auf dem Haar auf. Oh yeah, das Zeug ist genial. Jetzt wird sich mein Haar ganz sicher nicht mehr bewegen. Hast du alles leer gemacht? Das ist der Rest? Was mache ich jetzt? Oh, ich weiß. Ich muss was aus meiner Tasche holen. Das ist es. Genau, was ich brauche. Wow, diese Zahnseide ist das Geheimnis. Ich ziehe es über meine Haare. Das Wachs auf der Zahnseide glättet meine Haare. Es funktioniert. Mein Haar sitzt perfekt. Deine Haare sehen toll aus. Danke, ich habe Zahnseide benutzt. Darf ich auch mal? Na gut. Oh, ich hätte es besser wissen müssen. Okay, ich brauche neue Freunde. Dieses Buch ist echt gut. Ich kann es gar nicht weglegen. Ich will unbedingt wissen, was als nächstes passiert. Was steht da? Ich brauche mehr Licht. Ich kann die Buchstaben kaum sehen. Was ist das? Ih, ekelhaft. Wer macht sowas? Ich muss meine Hand waschen. Aha, Tücher. Das sollte helfen. Nein, das gibt's nicht. Ist das Kaugummi? Wo kommt der denn her? Ich muss den wegschmeißen. Das bereue ich sofort. Igitt. Wie ekelhaft. Da kann ich nicht mehr sitzen. Ich lese auf dem Bett. Moment mal. Ist da was in meinem Haar? Oh, Sky! Hey, Mitbewohnerin! Ist das dein Kaugummi? Ich muss los.
Hey, komm zurück! Oh, na gut. Schau dir das an. Nun, oh, ich hab ne Idee. Parkour, bin gleich wieder da. Nicht bewegen. Sky? Was zum... Das wird helfen. Haarschaum, was? Du musst noch so viel lernen. Schau zu. Ich massiere den Schaum in dein Haar. Und wie soll das helfen? Und dann schiebe ich den Kaugummi einfach raus. Wow, echte Magie. Echt gut, was? OMG, du bist großartig. Danke. Das passiert mir öfters, als du denkst. Oh, versuch's nicht mal. Du hast nichts gesehen. Wow. Fast fertig. Gut, was jetzt? Oh, ich sollte noch was mit meinen Haaren machen. Locken sehen immer gut aus. Jetzt muss ich nur warten. Das sollte reichen. Was? Wo sind denn meine Locken? Warum klappt das nicht? Ich kapier's nicht. Das Kabel. Du hast es angeknabbert? Warum? Das kann ich nicht wieder ganz machen. Warum passiert mir immer sowas? Ich werde nie Locken haben. Ist alles okay, Schatz? Was ist denn los, Liebes? Mein Lockenstab ist kaputt. Schau. Vielleicht bekomme ich das hin. Ich brauche nur deine Haarbürste. Was? Mama, ich will locken. Zuerst nehme ich eine Haarsträhne. Dann wickle ich sie um die Haarbürste. Sie muss schön fest rumgewickelt werden. Wir brauchen auch etwas Hitze. Dafür nehmen wir den Föhn. Dann lass das Haar einfach nach unten fallen. Unmöglich! Mach weiter, Mama! Das ist ganz leicht und wird dir wirklich gut stehen. Das ist die letzte Strähne. Okay, das war's. Wie findest du sie? Sie sind perfekt. Danke, Mama. Gerne, Schatz. Viel Spaß. Voll verrückt, findest du nicht? Da fällt mir ein, yep, Kevin will mit mir auf eine Party gehen. Du musst ihm zusagen. Ich wünschte, er würde mich einladen. Ich würde so gerne mit ihm tanzen. Darf ich mitkommen? Nicht so. Oh, ich bin ja ungeschminkt. Keine Sorge, Ava. Ich habe einen Make-up-Vorrat. Zeit für dein Makeover. Ja, okay. Ich habe mein eigenes dabei. Tada! Das ist mein Pinsel. Nice, oder? Ja, interessant. Ich benutze auch gerne Pinsel. Contouring kann dein Gesicht verwandeln. Am Anfang sieht es zwar seltsam aus. Die Stirn ist fertig und nun der hellere Ton. Der Part ist wichtig. Sieht aus wie Gesichtsfarbe, oder? Und nun muss alles verblendet werden. Siehst du? Es hat funktioniert. Wow, das probiere ich auch mal. Unter die Wangenknochen, oder? Vorsichtig damit. Ja, unter den Augen. Nicht zu fest aufdrücken. Und nun verblenden. Ja. Wow. Du solltest noch etwas an deiner Technik feilen. Ich sehe toll aus. Wollen wir? Na dann mal los. Was für ein interessanter Artikel. Ich werde noch etwas Lippenstift auftragen. Die Farbe ist wirklich schön. Danke, Mama. Tschüss. Tschüss. Hab einen schönen Abend. Mein kleines Mädchen ist so schnell erwachsen geworden. Und nein, mein Hemd. Ich habe einen Lippenstiftfleck drauf. Und er geht nicht ab. Mein treuer Staubwedel wird das erledigen. Oh, das hat nicht geklappt. Mindys Make-up. Sie hätte das nutzen sollen.
fast vergessen. Ich brauche das Make-up. Setz dich. Ich muss dir etwas zeigen. Das wird dir gefallen. Okay? Das ist ein kleiner Tipp. Mach etwas Puder auf deinen Pinsel. Tupfe es dann auf deine Lippen. Entspann dich. Du brauchst quasi nur ein wenig Staub auftragen. So, das reicht schon. Gib mir einen Kuss. Der Lippenstift geht nicht ab. Danke. Tschüss. Jetzt muss ich den loswerden. Hi, setz dich bitte. Sorry, heute ist mein erster Tag. Fangen wir mit dem Feilen deiner Nägel an. Immer mit der Ruhe. Okay, jetzt wird's bunt. Welche Farbe gefällt dir? Ups. Mir gefällt das Türkis. Gute Wahl. Warte. Sei vorsichtig. Oh nein. Schau mich an. Was hast du getan? Aber das war ein Unfall. Hey, bist du da? Juhu. Oh, ich war nur in Gedanken. Darf ich mir den ausleihen? Meinen Hut? Nein, deinen Pinsel. Okay. Der wird nützlich sein. Zieh den Pinsel vom Stiel ab und steck ihn in den Nagellack. Okay, jetzt malen wir die Nägel an. So wird nichts verschüttet. Der Nagellack kommt direkt auf den Fingernagel. Wow, das ist ziemlich clever. Wow, die sehen fantastisch aus. Ich komme auf jeden Fall wieder. Oh, ich bin froh, das zu hören. Hier, das hast du dir verdient. Danke. Tschüss. Das muss ich mir für meine nächste Kundin merken. Mir ist langweilig. Ich muss mich schminken. Ich liebe diese Farbe. Ich hab's. Hey! Hi! Kann ich das haben? Bitte? Bitte, bitte! Nein, das gehört mir! Oh! Naomis Haare könnten besser aussehen. Ich helfe ihr. Ich besprühe ihre Bürste mit Haarfarbe. Die Farbe wird ihr richtig gut stehen. Ich muss die Bürste bedecken. Das sollte reichen. Sie wird nichts merken. Das wird gut! Okay, was nun? Oh, meine Haare! Kurz durchbürsten und ich bin fertig. Ha? Mein schönes Haar! Es ist lila. Sieht toll aus. Ich mach's auch auf der anderen Seite. Ich liebe es. Danke, Claire. Oh, yeah. Gern geschehen. Ich hab was für dich. Wuhu! Ich muss gleich los. Jetzt aber schnell. Wie sehen meine Haare aus? Sollte ich mal was anderes ausprobieren? Moment. Beim letzten Mal ging das nicht so gut aus. Autsch! Das tat weh. Oh, warum mache ich das eigentlich? Das Kabel ist verheddert. Ah! Was ist denn da passiert? Nein, das ist nicht gut. Das war's erstmal mit Locken. Gibt's irgendeinen Weg für Locken, ohne einen Lockenstab zu benutzen? Vielleicht mit diesen Klammern hier. Ich versuch's mal. Ich lege meine Haare über den Wäscheständer und wickle sie um die Stange. Mit den Klammern halte ich die Haare fest. So, hoffentlich klappt das. Ja, es mag blöd aussehen, aber es wird toll aussehen. Na, dann zeigt euch mal her, meine Löckchen. Fühlt sich komisch an. Wow, das sieht toll aus. Zeit zu gehen. Wow! Oh, der Lockenstab hat's echt auf mich abgesehen. Was für ein tolles Workout. Oh, das brennt. Warum tut Sport so weh? Okay, Ausfallschritt. Ich hasse das. Entschuldigung? Du stehst im Weg. Dein Ernst? Wow. Was machst du da? Hast du ein Problem? Nein, mach einfach weiter. Mir egal. Das ist so witzig. Schau dir dein Haar an. Ich liebe es.
Redest du von mir? Was soll mit meinen Haaren sein? Etwas durcheinander. Okay, sehr durcheinander. Ich muss es zusammenbinden. Oh, ich brauche diese Schnürsenkel. Zeit, mich anzuschleichen. Puh, ich brauche eine Pause. Und was zum Trinken. Ich bin wie ein Ninja. Sie wird nichts bemerken. Jetzt aber schnell. Ah, schon besser. Fast geschafft. Das perfekte Verbrechen. Ich ziehe den Schnürsenkel durch meinen geflochtenen Zopf. Und das gleiche auf der anderen Seite. Als würde man Sneakers schnüren. Ich arbeite mich durch das Haar und trage das Haar hinten offen. Ganz und gar nicht mehr durcheinander. Und weiter geht das Workout. Okay, weiter geht's. Wow, ihre Haare sehen toll aus. Ich muss durchhalten. Hübscher als meines. Ich bin beeindruckt. Wow, ouch. Okay, das tat weh. Ha, du bist direkt aufs Gesicht gefallen. Hat das Spaß gemacht? Ich gewinne den Wettbewerb. Meine Frisur ist spitze. Wie du meinst? Entschuldige mich. Hm, dieses Kleid wird toll an mir aussehen. Wow, sie hat keinen Geschmack. Ein Jammer, wenn die Make-up-Pinsel verschwinden würden. Naja, dann gibt es heute den natürlichen Look für sie. Schönes Kleid. Danke für das Kompliment. Wo sind die Make-up-Pinsel? Ich könnte schwören, dass sie hier lagen. Womit schminke ich mich jetzt? Eine Zahnbürste ist einen Versuch wert. Du brauchst Lidschatten und ein Glas Wasser. Nimm eine unbenutzte Zahnbürste und befeuchte sie. Nimm etwas Lidschatten, streiche über die Borsten und bespritze so dein Gesicht. Keine Sorge, das wird gut aussehen. Nimm mehrere Farben für einen intensiven Effekt. Überschüssige Spritzer entfernen. Ein toller Look. Hey, Hübsche! Willkommen, liebes Publikum. Möge die Show beginnen. Überzeugt mich nicht. Hi. Atemberaubend. Ihr Look gewinnt. Wie ist das möglich? Oh, vielen Dank. Wir alle kennen diese Bad Hair Days, aber mit diesen tollen Hacks wirst du aussehen, als kämst du direkt vom Friseur. Was sind deine besten Haartipps? Lass es uns in den Kommentaren unten wissen. Vergiss nicht, dieses Video mit deinen Freunden zu teilen und unseren Kanal für weitere lustige Videos wie dieses zu abonnieren.